Mustang. So verkratzt und dann ein Step. Nur mit Feinpolitur geht gar nicht. Wenn man mal sieht, was das für Mass, was das für Kratzer drin sind. Das ist echt heftig. Ich weiß nicht, ob da schon mal einer poliert hat und hat die Kratzer reingemacht. Ich glaube, man sieht es. Komm, fokussier. So, die da. Hier. Hier im Übergang. Das ist echt, also. Und das geht bis vor. Finde ich echt schlimm. Und auch hier, das ist es vermischen, das ist okay, das ist klar. Aber ganz schlimm finde ich, ist es am Kotflügel. Hier ist es auch noch, finde ich, ja, nicht super. Ja, man sieht es jetzt. So, jetzt kommen wir an Kotflügel. Kotflügel und was ich ganz krass finde, Kofferraumdeckel schaut verheerend aus. Sehr verheerend, also. Nee. Und hier, weiß nicht, ob man es sieht, sind Einschlüsse drin. Ja, man sieht es ab und zu. Ich bin mir nicht sicher, also das, entweder hat man schon mal nachlackiert oder von Haus aus. Ich bin echt baff. Das ist echt heftig. Ich werde mal schauen jetzt, ob ich es, ja, man kann es, glaube ich, schon sehen. Okay, so. Ganz vorsichtig. So. Mal schauen, ob ich es reinbringe. Ja, ich glaube, man sieht es. Hier und hier, hier sind überall. Man sieht es jetzt ganz gut. Ja, genau. Überall solche Einschlüsse, ob das jetzt, ich kann mir nicht helfen, ich weiß es wirklich nicht, was das genau ist. Komm, fokussier. Jetzt. Ich kann mir nicht helfen, ich weiß es nicht, was es ist. Sind Flakes oder irgendwas anderes, aber es ist verheerend, also das geht gar nicht. Da ist wieder, naja, okay, aber da ist, da geht's. Aber ja, wie gesagt, das war echt heftig. So sieht der Mustang aus. Der wird dann verliert. Aber wie neu, wie mein Auftraggeber wollte, never know, niemals.